فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Auch die heutige Khutba wird den Auswirkungen und Folgen des Imans gewidmet. Und somit ist das nun der dritte Teil. Zu den Effekten des Imans zählen wir den Schutz und Rückhalt vor den Sünden und Verwerflichen. Schutz vor exzessiven Trieben und Unklarheit. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Unzüchtige Zina begeht, hat er während der Unzucht keinen Iman. Wenn der Dieb stiehlt, hat er während des Stehlens keinen Iman. Wenn der Trinker das Berauschende trinkt, hat er während des Trinkens keinen Iman. Sünden und der vollkommene Iman können sich nicht vereinigen. Die Sünde findet ja nur statt, wenn man im Zustand der seelischen Bewusstlosigkeit ist, nämlich in Zeiten der Achtlosigkeit. Während der Unzüchtige seine Schandtat ins Werk setzt, hebt sich der Iman aus ihm empor, und gleiches gilt für die anderen im Hadith genannten Situationen. Der Mu'min ergibt dem Willen Allahs Vorrang gegenüber seinen Gelüsten und Neigungen und er überwältigt sie und auch gegenüber den Gelüsten und Neigungen anderer Menschen. Er lässt sich nicht von ihnen in Gefangenschaft nehmen. Wie viele Sklaven ihre eigenen Begierden und Triebe haben wir in den hiesigen Gesellschaften und Sklaven, die nach der Pfeife anderer tanzen. In einem Asar wird überliefert, dass Allah Ta'ala sagte, bei meiner Erhabenheit und Glorie, wer auf meiner Diener meinem Willen den seinem Vorrang gewährt, dem will ich seine Sorgen lindern, seine zerstreuten Angelegenheiten sammeln, ihm die Armut seines Herzens nehmen und darin Reichtum streuen. Wir haben hier einige Fallbeispiele. Der schamvolle und tugendhafte Gelehrte Ar-Rabi' ibn Husayn, der gerade mal seine 30 Jahre erreicht hat, es ist das Alter, in dem die Triebe förmlich blühen und die Lüsternheit übermächtig ist, wenn sie nicht vom Verstand und Iman gezähmt wird. Einige Frevler vereinigen sich und einigen sich darauf, einer schamlosen Frau 1000 Dinar anzubieten, damit sie ihn verführt und einmal küsst. Sie aber, da der Imanstand bei ihr wohl im Keller lag, sagte, ich werde ihn darüber hinaus zur Unzucht treiben. Sie stellte sich ihm und gab ihm all ihre Reize preis. Er stand auf, rannte zu ihr und sagte, Dienerin Allahs, wie wird dein Zustand sein, wenn der Todesengel niedersteigt und dir das Leben aus dem Rachen reißt? Wie wirst du sein, wenn Munkar und Nakir dich mit ihren Fragen durchbohren? Oder wie wirst du sein, wenn du vor dem gewaltigen Herrn stehst? Oder wie, wenn du elend ins lodernde Feuer verdonnert wirst? Sie stieß einen Schrei aus, rannte davon. Das sind Worte, die emotionsgeladen aus dem Herzen dieses Mannes hervortraten, noch bevor sie seine Zunge erreichten. Darum trafen sie diese Frau auch in ihrem Herzen. Diese Frau wurde später bekannt als die Gottesdienerin Kufas. Manchmal stellen geringe Worte Dinge an, seien sie gut oder schlecht, die viele Handlungen hätten nicht erreichen können. Was könnte einen Menschen in einer derartigen Situation davon abhalten, sich seinen Trieben zu ergeben? Es ist nichts anderes als der Iman an Allah Ta'ala, der ihn in dieser Situation geschützt hat. Der Iman ist wie eine Glut im Herzen. Wenn du ihr etwas Wind machst, kann sie ein Feuer auslösen, das seine gesamte Umgebung erhellt und aufleuchtet. Wenn aber der Imanstand abnimmt, dann fällt der Mensch in abscheuliche Taten und Sünden oder er ertrinkt darin. Ein Vorfall aus einem arabischen Land. Eine 20-Jährige kommt schwanger ins Krankenhaus. Sie gebärt dort ein Kind, ein gesundes Kind ohne jeglichen Mangel. Die im Krankenhaus Tätigen merken aber, dass sie in ständiger Sorge ist und Unruhe. Sie ist durchgehend verwirrt, weint ununterbrochen und trägt eine fühlbare Last auf sich. Tage nach der Entbindung wird sie gebeten, sich abholen zu lassen, aber das lässt sie noch hysterischer werden. Man hat sie in ein Einzelzimmer gebracht und versucht, ihr Schweigen zu brechen, was denn passiert sei, was ist denn das Problem.
Nach vielen anstrengenden Versuchen sagte sie mit einer zerbrochenen Stimme, gefüllt mit Trauer und begleitet von einem Tränenfluss. Sie sagt, der Vater dieses Kindes ist auch ihr Vater. Der Vater des Kindes ist auch ihr eigener Vater. Das ist sicherlich schlimm und abscheulich. Wenn man sagen würde, das wären Geschichten der vergangenen Völker, würde man trotzdem eine Gänsehaut bekommen. Oder es wäre bei den Kuffar passiert, auch dann wäre man schockiert. Aber was ist, wenn es in einem Haus passiert? In einem Haus, in dem die Leute vielleicht mehrmals die Worte La ilaha illallah sagen. Vielleicht hören sie die Verse des Korans, aber dann lösen sich ihre Herzen davon, wie sich eine Schlange von ihrer Haut entledigt. Aber all dies ist nicht auszuschließen. Vielleicht hat er sie unanständig angeblickt und das ließ seine Sicherungen springen, auch wenn es widerlich ist. Vielleicht hat er Musik gehört, die ihn dazu verleitet hat, oder pornografisches Material betrachtet, oder im trunkenen Zustand diese Untat begangen. Die Sünden sind wie Domino. Die eine leitet zur nächstgrößeren und der Fall geschieht ja meistens Schritt für Schritt und auch kleine Funken können große Feuer anstiften. Ein weiterer Effekt des vollkommenen Iman ist es, dass er glückliche Familien schafft. Ein Haus, in dem der wirkliche Iman und nicht nur der scheinbare Iman eintritt, dort blüht und gedeiht das Glück. Diese Familien finden in der Melodie des Korans Genüge und benötigen keine musikalischen Gesänge. Das Blättern im Koran, in der Sunna, in jedem sinnvollen Buch lässt keinen Platz für unanständige Zeitschriften. Der Siwak anstelle der Zigarre im Mund. Die Frauen dieser Häuser sind keusche, gläubige, reumütige, Allah ergebene Frauen, ihre Reize nicht preisgebende Frauen. Wenn der Mu'min dieses Haus verlässt, dann appelliert die gläubige Frau an ihn, fürchte dich vor Allah, speise uns nur, was recht ist, wir können dem Hunger trotzen, aber nicht dem Feuer. Nicht nur das, auch die Kinder schneiden sich so einige Scheiben davon ab. Auch sie lernen es kennen, glücklich zu sein, ungeachtet dessen, ob sie nun mehr oder weniger von diesem materiellen Glück bekommen, welcher doch sowieso nur wie ein Schatten ist, der bald verschwindet. Hier ein Beispiel. Umar ibn Abdul Aziz, Kalif und König. Am Tag des Eid treten die Muslime bei ihm ein, um ihn und seiner Familie ihre Glückwünsche auszusprechen. Erst kommen die Männer, dann die Kinder. Unter ihnen, unter den Kindern, befand sich auch der Sohn Umars in seinen Lumpen. Ja, er trug Lumpen. Abgetragene Lumpen trug er, obgleich er das ganze Budget der Umma in den Händen seines Vaters ist, unter seiner Aufsicht. Aber er hat sich nicht unter die Dunya gestellt, er hat sie unter seine Füße gestellt. Und so hat er das ehrenvollste Ehrenkleid gewonnen, das Ehrenkleid des Iman. Aber er ist Vater und in ihm schlägt das Herz eines Vaters. Als er seinen Sohn zwischen den schönen, bunten und funkelnden Kleidern sieht, senkt er seinen Kopf und beweint seinen Sohn, der eine Erziehung genossen hat wie sein Vater. Da sprach der Sohn, Vater, was lässt dich deinen Kopf hängen und deine Tränen fließen? Er sagte, mein Sohn, ich fürchte dir, dein Herz gebrochen zu haben zwischen all diesen Kindern. Hör dir aber die Antwort dieses Jungen an. Eine Antwort, die von Männern des Iman erwartet wird, nicht von kleinen Kindern. Er sagt, nein, Vater, es zerbricht nur das Herz dessen, der seinem Herrn und Walter ungehorsam ist und seinen Eltern widerspenstig. Zu den Auswirkungen des Iman gehört es, dass er deinen Kopf hebt, in deine Seele Macht und Stärke ohne Hochmut und Überheblichkeit schüttet. Der Mu'min läuft mit gehobenem Haupt zu seinen Zielen. Er verbeugt sich vor keiner Tyrannerei, keinem Geld, keinem Ansehen. Er ist Beherrscher und kein von dieser Welt Beherrschter. Herrschaft über ihn hat nur sein Herr. Wenn man diese Ursache Oder wenn man die Ursache einer Sache kennt, dann gibt es auch nichts mehr an ihr zu bewundern. Darum wundert uns auch diese Standhaftigkeit eines Beduinen nicht. Rib'i ibn Amir steht vor Rustam, einem Helden, Prinzen und Herrscher der Perser. Er steht in seinem Palast mit voller Gleichgültigkeit, als würde er vor einem gewöhnlichen Sterblichen stehen. Als ihn Rustam fragt, wer sie seien und was sie wollen, da antwortet er in vollem Vertrauen eines Mu'min, was man heute Fundamentalismus nennt. Er sagte, wir sind ein Volk, das Allah ausgeschickt hat, um die Menschen aus der Knechtschaft der Knechte zur Knechtschaft des Herrn der Knechten zu führen. Aus der Enge der Welt in die Weite des Jenseits, aus der Ungerechtigkeit der Religionen in die Gerechtigkeit des Islams. Das nennt man Seelenstärke und Macht. Und was für eine Macht. Ein weiteres Beispiel eines anderen Mannes,
bei dem der Iman nicht an der Zunge und der Kleidung hängen geblieben ist, sondern in sein Herz vorrückte, sodass er in der Lage war, über den König Hisham ibn Abdul-Malik schroffe Worte zu sagen. Das wundert euch vielleicht, was ist denn schon dabei, schroffe Worte zu einem König zu sagen? Aber damals musstest du mit deinem Kopf zahlen. Er wurde eingeladen in den Palast und als er dort war, sprach er ähnliche Worte. Da sagte Hisham, in meiner Sitzung sprichst du derart. Da sagte er, Allah Ta'ala, der Herrliche, sagt, am Tag, da jede Seele kommt und für sich selbst streitet. Am Tag, an da jede Seele kommt und für sich selbst streitet. Er sagt, sollen wir etwa mit Allah am Tag der Auferstehung auf diese Art sprechen und mit dir nicht, O Hisham? Sheikh Sa'id al-Halabi, Gelehrter des Scham, sitzt in seiner Unterrichtssitzung mit ausgestreckten Füßen. Ibrahim Basha, Sohn des Statthalters Ägyptens, betritt die Moschee und alle Menschen stehen auf, ausgenommen von diesem Gelehrten. Der Tyrann ist davon betroffen und er dachte sich wohl, er kenne das Mittel, mit dem man ja so viele Menschen verändern kann. Ein Soldat wird mit 1000 Goldtalern ausgeschickt zu ihm, der immer noch mit ausgestreckten Füßen an seinem Platz ist. Der Soldat bietet ihm das Los der Demut und Repression an, aber der Scheich schaut ihn an und lächelt folgendes sprechend, gib sie ihm zurück. Wer seine Füße ausstreckt, der streckt nicht seine Hände aus. Und noch nicht so lange her das Beispiel von Sayyid Qutb. Er wurde zu Tode verurteilt und man gab ihm die Möglichkeit, eine Erbarmungsbitte zu schreiben und zurückzunehmen, was er gesagt habe und verbreitet habe, damit man seine Strafe lindern darf. Er aber weigerte sich und sagte diese bedeutenden Worte: Wenn das Urteil gegen mich der Gerechtigkeit und Wahrheit entspricht, dann bin ich mit der Wahrheit zufrieden. Wenn es aber die Falschheit ist, die mich verurteilt, dann fühle ich mich zu groß, um die Falschheit um Erbarmen zu bitten. Mein Zeigefinger, der mehrmals am Tage die Einheit Allahs bezeugt, erlaubt es mir nicht, ein Wort zu schreiben und das Urteil eines Tyrannen zu akzeptieren. Daraufhin wurde er 1966 dann hingerichtet. Und zu Recht sagt man, der Glaube kann Berge versetzen. Allahumma thabbitna bil iman wa ala al iman. Allahumma thabbitna bil iman wa ala al iman. حتى نلقاك غير مفتونين ولا خزايا ولا ندامة يا رب العالمين اللهم أفرغ علينا صبرا اللهم أفرغ علينا صبرا اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت الأقدام اللهم أصلح شؤوننا اللهم أصلح شؤوننا وأغثنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين ربنا زك نفوسنا أنت وليها ومولاها اللهم اغفر الذنوب وكفر الخطايا واعف عن الزلل والخطل واحشرنا في زمرة الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.